Wichtig bei dem Anpfiff ist wirklich der erste Pfiff. Damit setzt sich schon so ein Zeichen. Das heißt, wenn ihr den ersten Pfiff so macht, einen Anpfiff, dann ist da nichts hinter. Dann denkt man so, guck mal, was ist das für eine Lusche? Und somit machen, was du willst. Was sind liegen da jetzt am Ball? Wenn Sie gleich nicht aufhören rumzubölken, sind Sie gleich dran, ne? In Deutschland gibt es über 80.000 Schiedsrichter und 23 kommen eben nur in die erste Bundesliga rein. Ich kann was aus meinem Leben machen. Also früher hätte ich nicht gedacht, dass ich Schiedsrichter werde und dass ich mich so durchsetzen kann. Nein, du bist ruhig. Ich hab das gehört. Nur einmal und du gehst. Wir sind ja im Prinzip keine Teamsportler wie ein Fußballer, sondern wir sind Einzelkämpfer. Ja, aber du bist Schiedsrichter. Zu spät, zu spät! Zwei gelbe Karten gibt's. Rot eine. Ja komm, dann gib mir doch Rot dafür! Kannst du keine rote Karte geben für so einen... Wenn mich einer haut? Also die Kontrolle über den Ball nicht verlieren, das ist wichtig. Jawohl, regst du die Gäste auf? Bringt doch nichts. Ende. Schiris haben immer recht.